Willkommen zu unserem Klo-Video. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht's richtig ums Thema Kacken. Nein, so genau können wir das jetzt auch nicht sagen. Also es geht darum, dass wir ein Kackklo bauen. Wir freuen uns richtig auf dieses Thema, denn das ist mega interessant. Wenn es nämlich mal morgens regnet und man hat keine Lust, verschlafen irgendwo auf die Wiese zu gehen, ja, was macht man dann? Dann geht man aufs Klo. Richtig. Und wie wir das Klo selbst zusammenbauen und was wir dafür alles benötigen, das zeigen wir dir in diesem Video. Und am Ende des Videos zeigen wir dir auch noch, wie wir ein paar Schränke bauen. Aber ich glaube, das Highlight ist unsere Toilette. So, und wir fangen jetzt mal an. Ich muss schon pinkeln. Damit man sich auch aufs Klo setzen kann, braucht man ein Grundgerüst. Und das versuchen wir jetzt mal zu bauen. Und das zeigt euch der David. Oder vielleicht auch ich. Schauen wir mal. So, wir haben uns im Baumarkt so eine Platte besorgt. Und zwar sind das 8 mm Sperrholz. Die Maße hier sind jetzt quasi bei uns 59 x 48. Und genau so müssen wir jetzt zwei Gerüste bauen. Ähnlich wie das, was ihr im letzten Video gesehen habt, einmal für unten und einmal für oben. Und dann soll hier oben drauf quasi unser Toilettensitz dann kommen. Also wir haben uns hier so einen Trenn-Toiletten-Pipi-Aufsatz, weiß nicht, wie man das nennt, bestellt. Und haben dann uns die ganze überlegt, wie wir diese Toilette bauen mit dem Klodeckel und so. Und dann gucke ich mir gerade an, was hier quasi mitgeliefert wurde. Und dann seht ihr da, genau so wollen wir unser Klo machen. Genau so. Und wir haben es nicht mal gesehen. Und trotzdem haben wir das schon so geplant. Da würde ich mal sagen, wir sind schon richtige Handwerker. Diklo. Diklo? Diklo? Das sind Tabletten, Schmerztabletten. So, sieht gut aus. Hier haben wir schon so ein paar Belüftungs... Melli und ich, wir waren schon so clever und haben hier schon so Belüftungsschächte eingebaut. Das heißt, wir haben extra schief gebaut. Damit man hier so ein bisschen Luft durchlassen kann. Und hinten auch natürlich. Ja, extra schief gebaut, ja. Klar. Wir haben jetzt den Deckel hier an diese Platte verschraubt und diesen Pipi-Aufsatz auch mit dem Deckel verschraubt. So, und da. Ja, muss ja nicht schön sein von unten, ne? Sieht ja eh keiner. Dann wird es quasi hier drauf gesetzt und dann sieht das so aus. So, jetzt haben wir da nochmal einen kleinen Rahmen gesetzt, bündig mit dem Deckel oben und können jetzt Scharnieren dran setzen, so dass wir auch den Deckel aufkriegen. Also nicht den Toilettendeckel, sondern den unteren Sitzdeckel. Also so kommt das Ganze rein und dann zeigen wir euch, wie das Ganze wieder rauskommt. Ja, also die Eimer, wo das landet. Genau, und wie wir das dann im leeren Zustand natürlich rausholen und entleeren. Cool, das haben wir selbst gebaut, ne? Yay. Mega gut. Mama, willst du unser Klo sehen? Ja. Maria, das Klo ist fertig. Oh, schön. So, heute geht's weiter. Und zwar mit der Verkleidung der Toilette und auch mit dem Einsetzen des Kackeimers. Haben wir was Schönes gefunden? Und das zeigen wir euch jetzt hier in diesem Video. Summa summarum hat uns diese ganze Toilette ungefähr mit dem ganzen Holzausbau 130 Euro gekostet. Ja, so um die 130 Euro, genau. Und es gibt bei Amazon diesen berühmten Toilettentrennaufsatz. Und alleine der kostet schon 140 Euro. Also können wir euch, wenn ihr ein bisschen Bock habt auf Ausbau, können wir euch das hier auf jeden Fall empfehlen, selber zu machen. Und wir fangen jetzt an. Guck mal, ich habe jetzt eingezeichnet.
So versuchen wir jetzt mal das Holz ein bisschen zu biegen. Mal schauen, ob das klappt. Wir gucken mal in 2 Stunden, was passiert ist. Ja, also wir messen jetzt hier gerade die Rundungen hier aus, damit die Platte hier schön passt und dass uns auch keiner stört, wenn wir auf die Toilette gehen. Und deswegen haben wir einen guten Tipp. Ihr messt quasi, ihr befestigt so wie wir hier einfach erstmal einen Rahmen. Und der muss natürlich zu euren Maßen passen. Und dann messt ihr von links nach rechts alle 10 cm. Und habt dann quasi und verbindet dann diese Punkte. Also ihr zeichnet das gleich ein auf das Brett, was ihr dann sägen müsst. Und dann könnt ihr diese Punkte schön miteinander verbinden. Und dann habt ihr eine schöne Rundung, die dann da oben schön perfekt abschließt. So, diese Trennwand zwischen Fahrerkabine und Wohnraum, beziehungsweise halt auch Toilette, haben wir schon gezogen. Von innen haben wir das Ganze gestrichen, dass das dann so aussieht. Tja, sieht jetzt nicht so aus, als hätte sich's gebogen. So, mal schauen. Nee. Das passt hier immer noch nicht so gut rein. Das sollte nämlich hier sein. Und dann ja, quasi so. Aber es hat sich mal 0,0 gebogen. Aber gut, ein Versuch war es wert. Jetzt müssen wir uns was Neues überlegen. So, das hier ist die nächste Möglichkeit. Die nächste Idee, das Holz zu biegen. Und zwar mit einer Heißluftmaschine. Freunde des schlechten Geschmacks. Nee, das kann ich ja nicht sagen. Naja, auf jeden Fall geht es jetzt hier mal darum, hier hinter mir eine Erhöhung zu bauen für diese Box hier, damit, wenn man mal auf Klo sitzt und großes Geschäft macht, dass das nicht so einen langen Fallweg hat. Und jetzt müssen wir halt quasi ausmessen, wie hoch das sein muss. Und dann sägen wir uns das zurecht und bauen das dann halt wieder rein, weil wir kriegen ja alles hin, ne? Und ja, das seht ihr jetzt. Jawohl, jawohl. Ich hab die erste Toilette gebaut. Ist das geilo. Ich sag ja, ein richtiger Mann muss einmal im Leben seine eigene Toilette bauen. So, und das Ding probieren wir jetzt erstmal aus. Und wenn ihr uns auf Instagram folgt, dann wisst ihr ja schon Bescheid, was gleich passiert. Also, wir sehen uns, Leute. Ich habe jetzt was zu tun. So. Probieren wir das Ganze hier mal aus. Aber mach mal die Tür zu. Ja, 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 ja. Ist ja okay. Alles klar. Jetzt kümmern wir uns um die Schränke. Heute bauen wir die seitlichen Schränke in unserem Campervan ein. Und zwar planen wir da, wo unser Bett ist, die Schränke zu bauen. Und was ihr dafür braucht, um es genauso nachzubauen, das zeigen wir euch jetzt. Also ihr braucht Kantholz. Wir haben uns hier für Fichte und Tanne entschieden, wie schon im ganzen Van. Ihr braucht Sperrholz, da haben wir uns für Pappel entschieden, und zwar 8 mm dick, das müsste reichen. Einmal für den Boden, einmal für die Blende und hier für die Seite. Dann brauchen wir Scharnieren, 2 pro Blende. Wir brauchen kleine Schrauben,
Vielleicht brauchen wir die Flachverbinder, das wissen wir noch nicht ganz genau. Und Winkel. Daraus bauen wir uns jetzt Schränke hier hinten über diesem Fenster. Über diesem und da. Mit dem Ausbau unseres Campers. Ja, das war alles sehr aufwendig, hat natürlich trotzdem Spaß gemacht. Die Zeit war knapp, aber wir haben es letztendlich doch geschafft. Ja, das nächste Video wird über unsere Roomtour sein, also wenn ihr Lust habt, wie das dann zum Schluss aussehen wird, das Ganze, dann guckt euch auf jeden Fall das nächste Video an. Sonst freuen wir uns natürlich auch über Kommentare und über einen Daumen nach oben und über ein, wie sagt man das? Abonnement. Übers Abonnieren. Und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal.